ist komisch. Jetzt bin ich hier richtig. Hey ho und herzlich willkommen zurück bei Minenarbeit Logistik mit dem guten alten Vorbudler und dem Euro Truck Simulator 2. Ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin leider nicht mehr in Dortmund. Ich weiß, wir wollten uns ja in Dortmund, wir sind ja extra hingefahren, um einen LKW-Händler aufzusuchen. Und das habe ich jetzt total vergessen. War so ein lukrativer Auftrag, hier nach Lüttich zu fahren in Belgien. Und das habe ich getan, 4.000 Euro verdient und auch nochmal ein neues Level erreicht. Habe mich jetzt ein bisschen qualifiziert zum Fernfahrer. Darf also jetzt etwas weitere Strecken fahren, was wohl hoffentlich auch mehr Geld bringt. Apropos Geld, ich kriege jetzt hier wirklich verlockende Angebote über mein Postsystem. E-Mails habe ich wieder von der Bank bekommen. Angesichts meiner stetigen Erträge möchten die mir anbieten, bla 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 bla, und die Kreditlinie auf 500.000 Euro zu erhöhen. Wahrscheinlich völlig umsonst, ne? Machen die ja so gerne, die schenken einem ja mal das Geld, ja. Das ist aber verlockend. 500.000, das ist aber schon, da seht ihr mal, ja, was ich doch für eine zuverlässige Arbeitsleistung erbracht habe. Ja? Sehr vorbildlich. Finde ich ja schön, dass die Bank das zu schätzen weiß. Okay, ja, aber schauen wir mal. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken jetzt mal doch nach LKWs. Egal, ich bin jetzt zwar nicht mal in Dortmund. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Das ist der einzige Händler, den wir kennen. Gibt es denn hier auch? Wir sind doch wahrscheinlich... Nee, wo sind wir denn? Hier in Lüttich gibt es nichts. Nein. Okay, besuche den ausgewählten Händler. Möchtest du wirklich nach Dortmund? Ja, machen wir jetzt einfach mal. Das hört sich irgendwie kompliziert an. Oh, ein Zitronenauto. Zitronentransporter. Was haben wir denn hier überhaupt? Boah, fettestens. Wirklich fettestens. Ja, ich habe 22.000. Was kostet das? 100.000 Euro! Ja, seht ihr, da komme ich ja schon nicht so wirklich weit. Mit meinen 22 werde ich wohl doch die Bank aufsuchen müssen. Ja gut, der hat 320 PS. Okay, was gibt's noch? Hier. Ah, weiß, auch schön. Auch schön. Bullig, aber noch teurer. Und auch erst ab Level 12 erhältlich. Brauche ich ja gar nicht weiter gucken. Die Preise sind apokalyptisch und die Level, die ich dazu brauche, ebenfalls. Das wäre die einzige Karre, die wir uns im Moment ja auch nicht leisten könnten. Okay, ich verlasse das jetzt mal hier. Ich möchte ihn wirklich verlassen. Da sind wir. Bin ich wieder Lüttich zurück, oder? Keine Ahnung. Nochmal zur Bank. Wo war das jetzt? Die Karriereentwicklung kann ich euch mal da unten, habe ich den Schalter gesehen. Da bin ich jetzt. Na, geht langsam aufwärts. So. Nochmal kurz zur Bank. Nochmal eben checken. Was war das? 100.000 würden 2.888 Euro am Tag kosten. Ich glaube nicht, dass ich das erwirtschaften kann. Hier mal so 10.000, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen was mit aufstocken. Das kann ich mir zutrauen. Aber, oder vielleicht auch noch 50.000 hier für 1.400 Zinsen, aber mehr. Ach Leute, wir müssen einfach realistisch sein. Das ist nichts, was wir uns im Augenblick erlauben können. Ich muss weiter hart arbeiten. Und dann werde ich es schon schaffen. Wir sehen uns nach neuen Aufträgen um und dann geht's wieder weiter. On the road. Hier bin ich. Vom Gefühl her zumindest. Man kann jetzt, glaube ich, alles nehmen. Es sind ja nur Auftragsfahrten, aber vom Gefühl her. Ich möchte ja noch ein bisschen hier so ein bisschen erkunden. Ne? Ein paar verschiedene Straßen abfahren. Was haben wir in Lich? Nach Brüssel. 3.600. Das ist schon gut. Das geht wohin auch nach Brüssel? Nach Lille. In Frankreich. 3.500 nach Lille. Wo ist Lille? Ist das, das ist, glaube ich, hier an der Grenze. Och, schon fast in England.
Okay, und was ist das? Das ist Erbsen. 9 Tonnen Erbsen. Nach Lille oder nach Brüssel? Komm, wir fahren nach Brüssel. Raupenbagger, das können wir schon ganz gut. Das bringt auch noch ein bisschen mehr Kohle. 3600. Plung. Was haben wir diesmal? Ein Renault. Den hatte ich, glaube ich, noch nie. Mal gucken. Hören wir uns den Renault erstmal an. Ah, ist wieder typisch französisch, die mit ihrem Mausekino da, ne? Kann kein Mensch irgendwas erkennen. Das ist auch nur der Drehzahlmesser in der Mitte und unten das Tacho digital. Das ist glaube ich, ganz gut. Okay, wo muss ich hin? 1, 2, 3, hier mal vom Hof kommen erstmal. Ich stehe da und muss wohl irgendwie wieder zurück. Ja, okay, fahren wir mal. Mit dem Raupenbagger an Bord. Boah. Aber ist schön gemacht, ne? Oh, komm hier kaum rum hier. Was pumpt der so, der Renault? Wo geht's denn raus? Da vorne. Achso, das ist der gleiche Hof, den kennen wir auch schon, nur allerdings haben wir hier nie geparkt, in dieser Ecke. So, hier geht's raus. Immer ein bisschen kritisch, ob ich da durchpasse, aber es geht. So, jetzt hau rein, Renault. Vielleicht waren wir mal auf der richtigen Straßenseite. Oh, hier ist nur 30 erlaubt. Die spinnen, die Belgier. Was ist mit denen los? Haben wir es noch nicht vergessen. Wir sind jetzt im Ausland, da müssen wir uns auch ein bisschen benehmen. Hier nicht so den Macker raushängen lassen, ne? So. Langsam. Bahn ist frei. Okay. Dann muss ich unterm Autobahnkreuz hinten rechts fahren, nach Richtung Brüssel. Ja, das stimmt, die Schilder sogar. Also auf die Schilder kann man sich, glaube ich, wirklich auch verlassen hier in dem Spiel. Das ist auch mal komisch. Manchmal steht bei diesen Kreuzungen Vorfahrt achten und manchmal nicht. Boah. Komm, Bus, du bleibst mal stehen, lässt mich mal erst vorbei. Ich bestimme das jetzt einfach. Sehr gut, das hat prima geklappt. Uiuiui, ja komm, zieh dran. Zieh dran, Renault, komm. Mach mir den Renault und los. Ja, vom Ersteindruck, sag ich jetzt mal so rein spontan, hatte ich schon irgendwie ein bisschen zu kräftigere Maschinen unterm Hintern. Der Renault ist jetzt hier, glaube ich, eher so ein kleinerer, also... Oh, wir dürfen hier 90 fahren in Belgien. Das ist sehr gut. Probieren wir mal, ob die Karre das überhaupt schafft. Ich bezweifle das gerade so ein bisschen. Oh, Moment, geradeaus, ne? Rotes Auto, fahr mal weg jetzt. Blinken. Lass mich rein, blaues Auto, bleib da stehen. Ich hab geblinkt, du. Das wollte ich ja auch noch wissen, ob der Blinker irgendwie eine Funktion hat, dass die anderen Autos das irgendwie wahrnehmen. Irgendwie, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Sonst hätte der wahrscheinlich doch Platz gelassen, so nach dem Motto. So stelle ich mir halt vor, wie so eine KI dann funktionieren müsste. Wenn ich nicht blinke, fährt er halt weiter. Und wir haben ein Problem. Und wenn ich blinke, macht er so ein bisschen Platz und geht vom Tempo.
Ich bleib mal auf der Spur hier auch. Ich denke mal, das ist die bessere Idee. Und wir sind tatsächlich schon auf 85 Stundenkilometer. Komm, da schaffen wir die 90 noch. Ja, Tempomat an und mal schauen, wie das jetzt vorangeht. Oh, der lässt schon wieder nach. Geht gleich bergauf. Ich glaube, ich kann jetzt wieder rechts rüber. Autobahnkreuz ist erstmal hinter uns. Ups, bisschen eierig, ja, ich weiß. Alter, bisschen andere Reifen, ne? Und deswegen wabbelt der so ein bisschen. Bin ihm keine Ausrede verlegen. Nach Brüssel, das ist jetzt auch nicht so weit. Das ist jetzt noch 2 Stunden, 130 Kilometer. 2 Stunden. Geht ja langsam voran. Uah. Mal versuchen, ein bisschen weiter rechts zu fahren, ja? Das finde ich auch cool, wenn man hier auf den weißen, auf die weiße Linie kommt. Ah, kommt wieder ein Abzweig. Ich glaube, lieber nach links rüberfahren. Inzwischen bekomme ich doch ein Gefühl für diese Autobahnauffahrt. Da, genau, teilt sich die Spur nämlich immer einfach so. Ja, schon ein bisschen tricky. Aber ansonsten so eine gemütliche Fahrt hier. Da, die Belgier, ne? Ja, stimmt, hier stehen auch überall die Lampen. Müssen wir mal nachts hier lang fahren. Ob da diese gelben Lampen überall eingeschaltet sind. Das wäre doch mal cool zu erfahren. Okay, wird ein bisschen zu schnell, weil es bergab geht. Ist das eine Baustelle? Oh. Ha, gerade noch reagiert, ne? Ich habe Angst, dass ich da geblitzt werde. Komm, blaues Auto, fahr wenigstens 70. Ich fahr schon 69 und du bist zu langsam. So, wieder aufgehoben. Aber jetzt berghoch beschleunigen. Jetzt bin ich auf Brüssel gespannt. Was sie da gemacht haben, ne? Das ist ja auch wieder eine Hauptstadt. Vielleicht haben sie da auch mal wieder ein bisschen so Sehenswürdigkeiten eingebaut, ne? Das Atomium zum Beispiel. Europaparlament. Sind wir schon da? Da geht's schon wieder rechts ab. Was summt denn da ab und zu? Da piepst was. Ja, hier muss ich bleiben, nach rechts. Was ist das Getute da? Was kaputt gegangen? Turbolader? Keine Ahnung. Okay. Wir sind gut auf dem Kurs. Bisschen zu langsam vielleicht, aber schneller kann ich eh nicht fahren. So, Renault, jetzt darfst du wieder. Oh, Wetter wird schlechter. Schön nach rechts fahren, vorbildlich, wie sich das gehört. Vielleicht auch mal Licht einschalten. So. Ha. Keine Angst, wir sind sicher.
Also sollen ja keine Angst haben, richtig. What? Ah ja, ich denn rum. Oh, nass der Straße. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Brüssel? Zweimal. Oh, das ist jetzt unentschieden. Es geht jetzt an beiden Richtungen. Wo muss ich hin? Geradeaus irgendwie. Geradeaus ist. Das war komisch jetzt hier. Das ist komisch jetzt. Bin ich hier richtig? Ah. Das war brenzlig. Aber ich gehe nicht vom Gas. Jetzt muss ich rechts. Okay. Das war knapp. Mein Gott. Da wären wir aber geflogen. Ah, wer bremst, verliert. Oh, langsam, langsam, langsam. Es ist ja auch nass auf der Straße. Oh Gottes Willen. Oh, und hinten fast in den Graben. Aber nur fast. Ich habe es irgendwie doch hinbekommen. Ampel, vorsichtig. Ampel! Oh. Das hätten wir nicht mehr geschafft. Wir müssen ja auch immer bedenken, dass wir hinten den Hänger haben. Ist auch gut, dass ich mich jetzt etwas beruhigen kann. Außerdem sind wir fast da, sehe ich gerade. Puh. Komm Leute, jetzt sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja. Haben die kein Gelb? In Frankreich? In Belgien? Brüssel! An der nächsten Ampel fahren Sie bitte rechts. Erster Aufenthalt in Brüssel, ja, richtig. Das ist gut. Das war aber richtig knapp. Aber gut, alles okay. Hier mal auf dem Hof. Und dann sind wir schon wieder da. Bei Transinet natürlich wieder. Die sind doch überall. Plum. Wir wollen die volle Punktzahl. Wie immer. Ach komm, das haben wir doch schon ein paar Mal gemacht. Das kriegen wir hin. Wo ist unser Hänger? Okay. Nein, ich will nicht automatisch einparken. Ich fahre jetzt hier schön rum. Und dann fahre ich hier auf die Mülltonnen zu. Noch ein Stückchen weiter, dass der Hänger möglichst gerade steht. Zack, Außenkamera. Eieiei, der war völlig schief. Wow. Ob ich das hinkriege? Ja, muss ich nochmal nachjustieren. So geht's noch nicht. So geht es noch nicht, meine Lieben. So, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja, so rum. Wegen dieser blöden Mülltonnen, wer hat die da eigentlich hingestellt? Das geht doch nie im Leben jetzt. Oh, wie soll ich das hinkriegen? Ah, ruhig mal noch ein Stückchen weiter zurückfahren. Zurückfahren. Doch, das kriege ich noch hin. Noch mehr rum, noch mehr rum. So. Ja, das ist gar nicht so übel. Geht auch nur, weil da jetzt keiner parkt. Schön gerade reinstellen. Ah, wird nicht so super perfekt, aber das lassen wir schon wieder gelten. Boah, war ein bisschen doof jetzt, aber habe ich schon mal besser hinbekommen. Aber es soll es reichen. Wir wieder sind ausgezeichnet, ja, ja, ja. Und 90 Punkte, reicht das schon fürs nächste Level? Glaube ich nicht. Nee, noch lange nicht. Okay. Da muss ich nochmal ran. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann wieder für heute mit dem Euro Truck Simulator 2. Da ist wieder die Frau. Hallo. Ne? Das ist auch immer die gleiche.
Ja, ein bisschen mehr Vielfalt könnten sie doch schon reinmachen, ne? So. Man sieht ja sowieso schon kaum Personen irgendwie. Fehlt auch mal so Fußgänger, die auf die Straße springen. Solche Sachen. Ansonsten sehr schönes Spiel. Macht mir immer noch viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Dann haut auf den Like-Button und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Beim nächsten Mal müsst ihr auch wieder einschalten und fleißig Kommentare hinterlassen. Das ist eine Verpflichtung. Jawohl, müsst ihr machen. Ne? Ich fände es jedenfalls super toll und sage dann auf jeden Fall mal, ne, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.